sagt der Tacho 12.22 Uhr. Servus, ja, Claire Wesker, grüße dich. Ich wollte schon sagen, irgendwie kam er jetzt doch hier. So. Ich würde sagen, ich werde den T-Rex noch abschaffen, sag ich schon, abliefern. Und dann werde ich mich auch mal nach was zu essen machen. Jetzt geht's los. Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Winnie. Ich weiß, du meinst es gut, Chassy, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ah, ich kling schon wie meine Oma. Hm? Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Hey, Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du meinen Dad schon gefunden? Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Der T-Rex ist ja geil. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. So als Lebensmodell rausbringen. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase. Geil. Jetzt geht's los. Fantastisch. Geil. Hier kann man noch mal ordentlich Punkte formen. Geile Scheiße. Ja, wie es der Protagonist schon gesagt hat, es ist sehr unauffällig, mit so einem T-Rex durch die Stadt zu zimmern. So, ich guck mal. Ist da irgendjemand online? Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Wenn ihr irgendjemanden zum Raiden habt, gibt mal eine Kennung. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chassy. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Chassy. Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Ah, ich glaube, ich werde noch... Warte mal, Feuerwehr? Ich glaube, was ich glaube, ich richtig gut kommen würde... Wenn ich kurz vor der Baustellenmission, wenn ich da die Pause mache, da könnte ich dann nämlich ab nächster Woche, könnte ich von da aus her weiter streamen, ne? Hey, shit. Chase, ich hab doch, das passt. Dann könnte ich dann nämlich auch gleich mal probieren, inwieweit ich das von Deutsch auf Englisch stellen kann. Ich wurde befördert! Was? Moment, von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah, klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei, für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt. Wow!
Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei! Honey, Ende! Ach, komm schon. So, rein da. Ja gut, wir machen jetzt noch die Mission mit der Feuerwehr zu Ende. Was machst du denn da? Weg da. So, ich bin doch blöd. Nächste Woche kann ich ja gar nicht streamen, da bin ich ja gar nicht da. Na, dann kommt das Highlight halt übernächste Woche, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn man sich hier beliebt machen will, dann muss man sich halt auch mal rar machen. Ne? Du hast das Ziel erreicht. Was haben Sie denn geklaut? Du willst zur Feuerwehr? Dann komm. So, mal sehen, ob er die Anspielung erkennt. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peters, Sir? Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Ah! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Alter Robocop. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge! Genau! Mit denen spielt man nicht rum! Folge mir hier rüber! Das ist Officer Lopez Delgado! Hola! Er wird deine Grundausbildung übernehmen! Ja, El Pacino! Vortrag über die Wichtigkeit der also ist unser Feuerwehrvorarbeiter Scarface. Obacht! Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar! Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln, stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. So. Das habe ich natürlich gepennt. Ja. Kurzzeitgedächtnis ist ein Hater. So, dann lernen wir uns mal. Hat jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen? Das Garagentor könnte wirklich einen Klecks Farbe vertragen. Und ran da mit der Feuerwehruniform.
Jetzt können wir Brände löschen und Türen aufhämmern. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, eh? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Prima, gut gemacht. Du wirst für uns eine Bereicherung sein. Besonders in einer guten Arbeit. Warte kurz, die Tür ist verschlossen. Oh, und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keinen Ärger. Genau, schlag einfach die Tür ein. Du schaffst das schon. Hier ist Pity. Ja, scheinig, Leute. Du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil. Yes, Johnny. Gut. Oh je, sieh dir das nur an. Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil, um den Druck zu senken. Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno. Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Ich wäre auch gerne mal so gehalten wie dieser Typ. Ach, hier. Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach links! Weiter! Stopp! Geronimo! Toll gefallen! Ein Stück nach rechts. Fertig machen! Yay! Erwischt! Links! Bleibt das Ding! Hey! Achtung! Bleibt das Ding! Woohoo. Gut gemacht! Ein Stück nach rechts. Was ist bei dem jetzt? Bricht er jetzt das Laken durch? Hey! Doch nicht. Das waren alle! Gute Arbeit! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja! Die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Say hello to my little friend. Hervorragend! Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Das war die Hälfte! Du bist ein echtes Naturtalent! Ja, da müssen wir, glaube ich, die Seite wechseln. Und fertig! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Notsituation? Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja! Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest! Auf was? Da. Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Alles für die Katzen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Oh. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Jo.
Nur zu! Bau dir eine Leiter! Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Vinny erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Beeilung! Es ist bald Zeit für Admiral Pompons Nickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Exakt! Aber auch als Notration für dich! Voll Deibel. Ah, alles klar. So ein Ding ist das hier. Ich stelle mir das halt auch sehr günstig vor, in so einem Gebäude wie diesem hier einfach mal so Dynamit zu zünden. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Kommandant Kralle. Junge. So. Ich sehe auch, was das hier hinausspielt. So, das kann ich halt, glaube ich, echt nur als Feuerwehrmann tun. Machen Tüten. Ach, da ist sie ja. Ach, Kotz. Mietz, mietz, mietz. Du hast ihn gerettet! Wuhu! Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Ja, wozu geht man so für Geburtstagsfeiern? Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Hey, Chasey! Wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau! Selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Oh. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Wegen dir habe ich immer noch einen Ohrwurm. Was, wegen mir? Ohrwurm? Ein Ohrwurm? Was ist jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Was ist das jetzt hier? Mach mich bereit. Das hast du im Stream, im letzten Stream gesungen. Das Baby halt? Ich will schon gar nicht mehr. Das ist nicht so einfach, ey. Ich häng derzeit fest an diesem scheiß Bibi und Tina-Lied. Das ist für mich ein Ohrwurm. Das ist der Ohrwurm des Grauen.
Das kann entweder nur Babyhai sein oder der Blödsinn mit Bibi und Tina. Ich weiß es nicht. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Hä? Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Ach so, und alles die Kerze klar. Für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Du musst auf ihre Münder zielen. Aber nur, wenn sie dich anschauen. Das zweite. Oh shit. Hey, du hast tut mir fast leid, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Das sag ich auch immer zu den Arztkollegen. Wehe, ich sehe euch denn nicht. Wehe, ihr habt Spaß bei der Arbeit, ihr spinnt doch. Ja, das Singen, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat. Ja, das Singen überlasse ich recht gerne mal den anderen Kollegen, quasi Dominik und Markus, die sind dafür eher prädestiniert. Ich hätte ein Buch einpacken sollen. Bei mir muss es mit mehr Brie sein. Guck's bei Dommel später auch mit, wenn ich dran denke, definitiv, jo. Weil sonntags ist meistens immer Discord-Session mit den Jungs. Hast du dich schon mal in Burns Büro geschlichen? Was? Deswegen werde ich, denke ich mal, definitiv ein bisschen später, glaube ich, dazu kommen. Aber ich werde. Irgendwie werde ich schon mit zugucken. Das überlässt sich auch über den beiden. Um 15 Uhr streamt er. Na, da bin ich noch anderweitig beschäftigt, aber ich meine. Ist doch nicht so, dass der Gude nur eine halbe Stunde streamt. Ja, ich brauch das Huhn. So bescheuert es sich auch anhört, ich brauch das Huhn. So. Jawohl. Der streamt das ganze Spiel durch. Was streamt? War das Batman? Wollte er da nicht Batman spielen? Würde ich meinen. Schlüssel hin, ab da unten, oder? Jawohl, genau, rein da! Such dir einen Weg zum Löschboot. Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Wieder runter. Verdammt! Da. Stabiler Move. You get the move to the groove. The rhythm is under control. Thank you.
So, die Spacebox. What's in the box? Gangster. Hühnchen, ey, das ist Player of the Game. So, jetzt aber. Das ist halt. Hey, da ist das Löschboot. Chase, fantastisch. Hier drüben. Wie seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Erst geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp, und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tch, als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Och, ich mag ihn. Ja, Gangster. Gangster. Check 1-2. Was will die fucking Gummimatte da? Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Ach ja. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Oh, macht gar nichts. Siehst du? Na dann lass die Flossen davon. Strike! So, bin mal weg. Bis später. Jo, bis später. Danke dir fürs Reinschauen, Kommentieren und so weiter und so fort.
Herz geht raus, Herz zurück. Lurk, Lurk, Lurk. Ja, Grüße gehen raus, Katka. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Jetzt muss ich dir nur noch zu Rex Fury folgen. Was soll dabei schon schiefgehen? Ich hab dir mit meinem Dad doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte? Ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Wie? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Naja, echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge. Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Echt? Begib dich zum Mercy Herz Krankenhaus am Festival Square. Alles klar. Ich hoffe ja mal... Ich hoffe ja, mal einen gescheiten Speicherpunkt zu erwischen. Aber das wird mir gerade eben nicht gegönnt. Der Bumper ist. Oder wenn ich hier anfange mit der Mission. Eieiei, das Ganze wird ja immer schlimmer. Hilfe! Hilfe! Das würde sich jetzt eigentlich... Nee, das machen wir demnächst im Stream, Leute. Zur Polizeistation zurückkehren. Mal gucken. Mal gucken. So, wenn ich jetzt nach Lego City zurückkehren drück, müsste es ja eigentlich mit dem Telefongespräch weitergehen. Habe ich so ein Gefühl. Ich kann mich nicht auftäuschen. Haut mal raus, wenn wir dann lurken können. Ich bin nur schon fertig. Wenn wir dann raiden können. Ich meine, es sind zwar nur vereinzelt ein paar Zuschauer, aber ich meine, juckt. Raid ist Raid. Speichervorgang? Ich hab dir mit meinem Dad doch auch vertraut. Ja, ja, bla bla bla. So, Spiel beenden. Damit, in diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich hier für das Streamchen bedanken. 3 Stunden war doch wieder eine stabile Performance. Ich werde jetzt erstmal was zum Futtern machen. Danke fürs Dabeisein, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Und natürlich auch für alle, die sich das hier in der YouTube-Wiederholung angucken. Ja, Grüße gehen raus.
haut da mal einfach ein Kommi rein, ein Like und der ganze andere Scheiß. Wenn es euch gefällt, abonniert, followt. Ja, ihr kennt den ganzen Blödsinn. In diesem Sinne, bis die Tage und haut einfach mal rein, ne? Tschö mit Ö.